um Sperren von verbotenen Inhalten, was man ja in der Offline-Welt auch tun könne. Aber ganz klar ist, wenn man sich mit der Infrastruktur, die da aufgebaut wird, beschäftigt, dass es eine Struktur ist, die das Potenzial einer Zensur hat, wie man sie halt eben auch in China oder Iran kennengelernt hat. Seit 2000 gibt es das Projekt Freenet und das beschäftigt sich eben mit der Frage, ja, wie kann man quasi auf dem Internet aufbauend ein zweites Internet schaffen, das eben die Möglichkeit, Inhalte zu zensieren, überhaupt nicht mehr ermöglicht und zusätzlich halt eben auch die Möglichkeit, es Leuten erlaubt, Inhalte anonym einzustellen. Und gerade wenn man an den Iran denkt, wir haben alle in den Nachrichten die Bilder, die über YouTube und Flickr und andere Websites ins Netz gestellt wurden, gesehen. Ob das in Zukunft noch möglich sein wird, wenn die entsprechende Infrastruktur besser werden, ist natürlich eine Frage. Und wie das nach Ansicht von Freenet gehandhabt werden könnte, um eben doch weiterhin ein so Zensur- und anonymitätsfreundliches Internet wie möglich, also zensurunfreundliches und anonymitätsfreundliches Internet wie möglich zu schaffen, wird uns jetzt Bahtiyar Galima oder Kalkin einfach erklären in seinem Vortrag zu Freenet. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, ich heiße euch nochmal willkommen zu meinem Vortrag, Freenet-Projekt, anonymes Netzwerk basierend auf dem kleinen Weltphänomen. Ich freue mich, dass so viele erschienen sind, trotz der frühen Stunde. Und ja. Was genau ist Freenet? Freenet ist ein Netzwerk bzw. Datenspeicher, das Zensurresistenz, Informationsfreiheit, durch Anonymität und Dezentralisierung zu erreichen versucht. So. Ich werde erstmal im Vortrag über meine Motivation zu dem Vortrag sprechen. Dann gebe ich einen kleinen Überblick über die Entstehung von Freenet. Werde danach auf die Funktionsweisen eingehen, wie funktioniert das Routing, die Keys, das ist ein wichtiger Teil von Freenet, was für Files und Targets gibt es als Key-Targets und was für Sicherheitsaspekte es gibt. Interessant. Als letztes gehe ich noch ganz kurz auf verschiedene Anwendungen, die auf Freenet basieren, ein. Wer bin ich selbst? Ich bin eigentlich ein einfacher Java- und PHP-Entwickler, Student an der WTH Aachen. Ich bin nicht Freenet-Developer und ich glaube auch kein Terrorist. Doch, ja, heutzutage kann man nie sicher sein. Warum benutze ich denn Freenet? Das Problem ist, wie schon erwähnt, das harte Durchgreifen der politischen Systeme im Internet, das Versuchen von Regulierung des Internets, das Verwandeln des Internets in eine grüne Kinderwiese, das Ganze zerstört eigentlich das Internet so, wie wir das kennen. Und Freenet versucht dagegen anzukämpfen, indem es ein zensurresistentes, anonymes Medium anbietet. Entstehung. Ian Clark schrieb 1999 ein Paper zu Distributed and Decentralized Information Storage and Retrieval System. Es wurde 2000 wohl das meistzitierte Paper im Fach Computer Science und er hat die Internet-Community dazu aufgerufen, die Idee wirklich als Software umzusetzen und schon im März 2000 gab es die erste Freenet-Version 0.1. Danach wurde das Freenet Project Inc. gegründet, das ist eine gemeinnützige Organisation, die unter anderem 2002 Matthew Toseland eingestellt hat. Der wird auch einfach in der Community Tod genannt, Kröte. Der war Hauptentwickler, der wird bezahlt. Der Job kriegt er bezahlt durch Spenden. Man kann auch auf der Seite einsehen, wie viele Spenden das Projekt gesammelt hat und wie viele Monate die ihn noch bezahlen können. Parallel dazu gab es ein Freenet China Projekt,
Es gab wohl ein paar Leute in China, die Freenet übersetzt haben ins Chinesische und es dort auf Disketten und CDs vertrieben haben. Das Ganze ging bis ungefähr 2003, danach verschwand die Gruppe. Man weiß nicht so genau warum und wie, vielleicht hatten die einfach nur keine Lust, vielleicht durch Druck. Auf jeden Fall führte es dazu, dass China Freenet ernst nahm und teilweise auch Maßnahmen dagegen einwendete, das zu zensieren, beziehungsweise überhaupt das Freenet-Netzwerk in China lahmzulegen. Freenet 07. Lange Zeit war Freenet an sich ein OpenNet. 2005 wurde dann auf einer der Mailinglisten vorgeschlagen, das als ein Darknet zu realisieren. Ende 2005 wurde das auch auf der 13. DEFCON und im 22C3 vorgestellt. Und die Entwicklung ging relativ zügig. Also April gab schon die erste Freenet 07 Alpha-Version. Und am 8. Mai 2008, also schon 2 Jahre danach, gab es die erste Stable-Version. Und vor ein paar Monaten ist halt die 075 rausgekommen. Freenet 407 verwendete, wie schon erwähnt, das OpenNet-Konzept. Also jeder Peer verbindete sich zu einem Server, hat von denen eine Liste mit weiteren Peers bekommen, verbindete sich zu denen, hat von denen wiederum Listen mit Peers bekommen und so weiter und so fort. Das Konzept war sehr verwundbar für Harvesting, also ein Angreifer könnte hingehen, die ganzen IPs sammeln und die sperren. Die Freenet-Pakete waren durch eine bestimmte Byte-Folge, die wirklich charakteristisch für die Pakete war, erkennbar und die chinesische Firewall ist hingegangen und hat diese Pakete direkt gedroppt. Was genau ist ein Darknet? Also, die Wikipedia sagt uns, ein Darknet ist ein privates Peer-to-Peer-Netz, in dem sich die Nutzer nur mit Menschen verbinden, denen sie vertrauen. Auf Peer-to-Peer bezogen ist es ein Peer-to-Peer-Netz, das man nur per Einladung, Key-Austausch, im Fall von Freenet ist es eine Referenz, es wird halt Referenz genannt, benutzt werden kann. Teilnehmer sind vertrauenswürdig, beziehungsweise man geht davon aus, dass sie vertrauenswürdig sind. Im Regelfall sind die Darknetze relativ klein. Das kombiniert Freenet mit dem Kleine-Welt-Phänomen. Kleine-Welt-Phänomen ist eine Hypothese, die besagt, dass jeder Mensch, der Soziologe würde sagen, sozialer Akteur, auf der Welt mit jedem anderen durch eine sehr kurze Kette von Bekanntschaften verbunden ist. Es gab dazu ein sogenanntes Milgram-Experiment. Es wurde vom Soziologen Stanley Milgram an der Harvard University durchgeführt. Dabei wurden Leuten in Boston Pakete in die Hand gedrückt, die sie nach USA, also in die Mitte von USA, in bestimmte Städte verschicken sollten, aber nicht mit der Post. Die Pakete sollten an eine Person weitergegeben werden, die man persönlich kennt, die man mit Vornamen anspricht und von der man annimmt, dass die irgendwie die gesuchte Person kennt. Ein großer Teil der Pakete ist im ersten Experiment verloren gegangen. Es kamen nur ungefähr 16% an. Dennoch hat sich ergeben, dass die durchschnittliche Pfadlänge aufgerundet 6 ist. Also das Experiment wurde wiederholt mit größeren Paketmengen, mit so Sachen wie, man gibt der afroamerikanischen Bevölkerung Pakete, die an Weiße gerichtet sind, mit verschiedenen Altersklassen. Und die meisten Pakete kamen trotzdem an immer. Freenet versucht das Konzept von Darknet und kleine Weltphänomen zu verbinden. Es geht insofern, dass ich mich mit jedem Teilnehmer über meine Freunde, über die Leute, die ich kenne, mit denen ich Referenzen ausgetauscht habe, die unter anderem ein Public Key enthalten, mit dem die Verbindung zwischen mir und meinen Freunden verschlüsselt wird. Ich habe den Faden verloren. Auf jeden Fall wird über meine Freunde so die Verbindung aufgebaut. Und das erlaubt nicht mehr Harvesting. Ein Angreifer kann nicht einfach hingehen und alle IPs sammeln und die sperren. Die Problematik, die dabei entsteht, wem von seinen Freunden, also den benachbarten Nodes, gibt man das Paket? Im Real Life betrachtet man normalerweise so Sachen wie geografischer Standpunkt, Hobbys, Beruf,
vielleicht die soziale Schicht. Im Freenet ist es nicht möglich. Man sucht irgendeinen Pfeil, was man nicht weiß, wo es liegt und welche Person das hat. Die Lösung ist, jedes Peer hat einen Datastore. Jedes Pfeil hat einen Hashkey. Es wird meistens SH256 benutzt. Und jeder Peer spezialisiert sich auf bestimmte Keys. So könnte es ein Beispiel ablaufen. Zum Beispiel Alice sucht einen Pfeil, das durch den Hash bar dargestellt wird. Sie guckt nach, was für eine Spezialisierung haben denn meine benachbarten Peers, also die Freunde, mit denen sie die Referenzen ausgetauscht hat. Bobs Spezialisierung ist in dem Fall Fu, Dave Cooks und Carols ist Buds. Alice schickt natürlich dann ihre Anfrage nach dem gesuchten Key an Carol. Carol guckt nach, ob die in ihrem Datastore den Pfeil hat. Wenn ja, wird das geschickt an Alice. Wenn nein, wird die Anfrage gemerkt und an einen Freund geschickt, der eine ähnliche Spezialisierung wie Bar hat. Wenn der Freund das hat, wird das an Carol geschickt. Carol schickt das zurück an Alice. Wenn nicht, wird das weitergeschickt. So, damit diese Anfragen irgendwie nicht die ganze Zeit ewig im Freenet rumlaufen, hat man eine Hops to Live, die ist maximal 18. Und der Request wird natürlich nicht weitergeschickt, wenn die 0 wird. Damit, wenn ich irgendwie an meinen Freund eine Anfrage schicke mit einer HTL 18, dann weiß ja der, aha, das Pfeil will jetzt Alice haben. Damit sowas nicht passiert, wird die Max-HTL nur in 50% der Fälle dekrementiert. Alle anderen werden ganz normal dekrementiert, HTLs, aber die nur mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. So. Wie werden Dateien im Freenet dargestellt? Es gibt verschiedene Keys. Es sind 4 verschiedene Arten. Ich werde jetzt auf jedes detailliert eingehen. Es gibt das sogenannte Content Hash Key. Die beschreiben meistens statische Daten wie Bilder, Musik. Und das ist meist einfach ein SH256 Key. Der wird über das File generiert. Wenn das File größer als 32 Kilobyte ist, dann wird das File aufgespalten. Die Split-Files werden in einem Master-File reingeschrieben, also beziehungsweise deren Hashes. Und das Master-File wird selber durch einen Hash beschrieben. Der Aufbau ist folgendes: Man hat einen File-Hash, danach kommt ein Komma, ein Decrypt-Key, mit dem wird das File symmetrisch verschlüsselt. Es wird IS256 verwendet und danach kommen ein paar Kryptoeinstellungen. Das CHK vorne gibt an, dass das halt ein Content-Hash-Key ist, um das vom anderen Keys zu unterscheiden. Das ist gerade eine Grenze, wie groß eine Datei sein kann, also 32 KB, und die müssen natürlich diese Dinge dann in ein CHK reinpassen? Es gibt keine Grenze. Theoretisch kann das Masterfile auf weitere Masterfiles verzweigen. Also es gibt da keine Grenze. Dann gibt es das Signed Cyberspace Key. Das wird für Content benutzt, der sich verändert, um sicherzustellen, dass der Content, der sich verändert hat, wirklich von derselben Person stammt. Also man weiß zwar nicht genau, wer das ist, aber das ist eine Person, die auch die Website vorher hochgeladen hat. Das basiert auf einem Public-Private Key-Verfahren. Dabei beschreibt der Key selbst den Public Key Hash, wiederum einen verschlüsselten Key, kommen ein paar Kryptoeinstellungen und Name, Version. Der Routing Key, der beim CHK in dem Fall der File Hash ist, wird bei SSK aus dem Hash vom Public Key erstellt, plus Name, Version, dieses wird einfach als String drangehängt und daraus wird nochmal ein Hash generiert. Das macht halt Freenet selber, das sieht man nicht in der URL, beziehungsweise in dem Key. Also den generierten Hash schon. Ein SSK, also eine Datei, die man hochlädt und per SSK verfügbar macht,
das läuft so folgendermaßen. Man generiert einen Public und einen Private Key, genauso wie beim GPG. Man erstellt einen symmetrischen Schlüssel, wählt einen Namen für einen Ordner, MySite 5. Also 5 ist so eine Konvention, MySite, und 5 ist in dem Fall die Version. Man verschlüsselt die Files, signiert die mit dem Public Key, hängt den Public Key dran und lädt es hoch. Der Public Key bei Private Key Verfahren basiert auf 2048 Bit DSA und die symmetrische 256 Bit IS-Verschlüsselung. Wenn halt jemand nach diesem SSK-Key sucht, dann findet er halt den verschlüsselten File, prüft nach anhand des Public Key Hashes, ob der angehängte Public Key wirklich der richtige ist. Wenn ja, prüft es die Signatur des verschlüsselten Files, entschlüsselt den File und kann ihn betrachten. Dann gibt es ein Wrapper um das SSH, das nennt sich Updatable Subspace Key. Es werden halt anstelle von Name minus Version einfach ein Slash angehängt. Und Versionsnummern können negativ sein. Ansonsten ist es fast genauso aufgebaut. Doch es gibt zwei Typs davon. Einmal halt mit der negativen Version und einmal die normale. So, das wäre jetzt ein Beispiel für so einen normalen Typ 1. Es gibt, jeder Node hat eine lokale Liste aller besuchten OSKs mit Versionsnummer. Es wird immer die aktuellste, also wenn man jetzt MySite 5 besucht, wird immer die aktuellste OSK, aber mindestens Version 5 ausgeliefert. Dabei wird aber im Hintergrund nach weiteren Versionen gesucht. Aber man bekommt halt die, die in der Liste als die aktuellste drin ist. Dann gibt es den zweiten Typ, der hat halt MySite minus Version. Dabei wird halt die lokale Liste nicht konsultiert. Es wird die Version 5 gesucht, plus 4 weitere, in dem Fall 6, 7, 8, 9. Wenn man eine Version findet, zum Beispiel die Version 8, werden davon ausgehend 4 weitere, 9, 10, 11, 12 gesucht. Und das Ganze wiederholt sich so lange, bis man 4 Versionsnummern aufeinanderfolgende nicht gefunden hat. Und der User kriegt die aktuellste Version des Files zurückgeliefert. Dann gibt es noch das Keyword Signed Key. Dabei sieht das eigentlich ganz einfach aus, KSK und einfach irgendein Text. Aus dem Text wird ein Public, Private Key und symmetrischer Schlüssel generiert. Dabei ist es deterministisch. Der Public und Private Key und der symmetrische Schlüssel zur Verschlüsselung des Files sind immer gleich. Es ist nur von dem Text abhängig, der nach dem Add kommt. Vorteil ist, leicht zu merken, man kann auch Weiterleitungen auf CHKs realisieren. Das Problem ist, das ist spoofbar. Also es kann Konflikte geben. Ich kann einfach eine FUBAR.txt erstellen, mit anderem Inhalt hochladen und so weiter. So, kommen wir zu den Key Targets. Also ein Key kann auf verschiedene Sachen zeigen, wie schon erwähnt, auf so ein Split-File, auf ein normales File, auf ein Manifest und ein Container. Ein File brauche ich wohl nicht zu erklären, das ist einfach eine Datei, die kleiner gleich 32 Kilobyte ist. Ein Split-File enthält Keys für Splitter, also bei 32 Kilobyte, wenn ein File größer als 32 Kilobyte wird, wird er bei CHK runtergespalten auf kleinere, bei SSK schon bei 1024 Byte. Der Split-File enthält halt Keys für weitere Datablocks. Dabei machen die Datablocks nur 2/3 des ganzen Inhalts aus. Es gibt noch Checkblocks. Die werden für sogenanntes Split-File-Healing verwendet. Und zwar, wenn man irgendwelche Datablocks nicht finden kann, kann man mit Hilfe von diesen Checkblocks das File wieder neu generieren. Man kann ihn heilen und dann wieder diese Datablocks, die gefehlt haben, in Freenet einsetzen. Das passiert alles automatisch vom User unsichtbar. Dann gibt es das Simple Manifest.
Es ist eine Liste von Keys und Metadaten der Files. Im Grunde kann man das ungefähr vergleichen mit einem Apache Directory Listing. Und es wird meistens für Freesites verwendet. Freesites nennt man Webseiten, die im Freenet gehostet werden. Das ist halt so eine Wortneuschöpfung. Es gibt auch Blogs im Freenet. Also die stehen so auf diese Free-Sachen. Dann gibt es noch Container. Container werden meist für Freesites oder Sammlung von Files benutzt. Dabei werden diese Files als ein ZIP-Paket gemacht. Das ZIP-Paket darf maximal 2 MB groß sein. Und die inkludierten Files sollten selber kleiner als 64 Kilobyte sein. Jeder der Files ist im Container ist durch denselben Key auffindbar, dadurch, dass man eigentlich den Container hochlädt und dann, wenn man den Container runtergeladen hat, Freenet einfach hingeht und solche URLs aufbaut, sodass man irgendwie eine Index.html haben kann, in der halt die Bilder verlinkt sind und man braucht nicht für jedes Bild, das man hochgeladen hat im Freenet, wirklich den Key sich zu notieren und zu merken. So. Man kann halt denselben Key verwenden, den auch das ganze Container verwendet. Sicherheit. Leider gibt es noch keine Stenografie bei Freenet. Es wird immer wieder angesprochen. Aber ja, bis vor Version 1.0 wird es wahrscheinlich nicht geben. Dennoch werden alle Pakete verschlüsselt, sehen zufällig aus. Die China Firewall kann da auch nichts dagegen machen, zumindest nicht gegen die Version 0.7. Version 0.5 hat effektiv geblockt, also funktioniert nicht. War ja auch mit der Grund, warum man die Version 0.7 ausgewählt hat. Es werden mehrere Konzepte angeboten für Leute, die keine Freunde haben. implementiert Freenet 0.7 immer noch das Open-Net-Konzept. So genauso wie, beziehungsweise so ähnlich, nicht genauso, aber relativ ähnlich wie Freenet 0.5. Vom Konzept genauso. Man verbindet sich, kriegt eine Liste mit Seed-Nodes, fragt diese Seed-Nodes, ob die weitere Listen haben und so weiter. Daneben gibt es halt das Darknet, wo man sich nur über die Freunde verbindet und man kann beide Konzepte mischen. Oder man kann nur das Darknet-Konzept verwenden. Also diese Sicherheit sollte man selber einschätzen. Dann bietet Freenet auch so Sachen an wie, ja, möchte ich den Temporary Files jetzt auf meiner Festplatte auslagern? Möchte ich die verschlüsseln? Möchte ich die in RAM liegen lassen, auf keinen Fall auf die Festplatte auslagern? Oder möchte ich das kompletten Freenet-Ordner komplett verschlüsseln? Also es bietet verschiedene Konzepte an. Während der Erstinstallation geht auch ein Konfigurationsassistent durch, der verschiedene Sachen anbietet und auch erklärt. Man muss halt selber das Gefahrenpotenzial abschätzen und wissen, was man auswählt. So, kommen wir zu den Anwendungen. Oh, ich bin ja relativ schnell. Das F-Proxy. Das ist das, was man eigentlich zum Surfen immer verwendet. Es ist einfach ein HTTP-Proxy, der läuft auf Localhost 8880. Also man trägt den nicht als Proxy im Firefox jetzt ein, sondern man surft es an. Genauso, als ob man ein Apache auf Localhost 8888 hat und ruft halt die Webseiten auf, beziehungsweise die Keys. Das F-Proxy ist auch ein Konfigurationstool für Freenet. Man kann alles damit konfigurieren. Das zeigt Statistiken an. Das ist auch das Tool, womit man die Referenzen von anderen einfügen kann, die in das Freenet-System eingepflegt werden. Dann gibt es die Freenet-Konsole. Ist ein Telnet-Interface. Kann man sich verbinden via Telnet, Localhost, Port. Und es erlaubt eigentlich alles zu machen, was F-Proxy erlaubt. Also da geht man hin, schreibt zum Beispiel get, kks, so und so, dann wird das runtergeladen. Oder man sagt put und lädt irgendein File hoch.
man kann die Keys generieren für die verschiedenen Files, etc., etc. Ist ganz nett, aber nicht so bequem, wenn man viele, viele Files hochladen will. Dann gibt es Frost. Das ist so eine Art Kombination aus Messaging Board und Newsgroup ähnlichen. Außerdem hat das noch einen Download- und Upload-Manager. Die Newsgruppen basieren auf einem Public-Private-Key-Verfahren. Das ist interessant gemacht auf jeden Fall. Man kann so Sachen machen wie, ich stelle nur eine private Newsgroup, da, wo nur Leute schreiben, die einen Private-Key haben. Dann gibt es halt Leute, die geben den Private Key an alle, die Newsgroup ist für alle lesbar. Man hat versucht, eine Art Web of Trust da einzubauen, weil das stark unter Spam litt. Da gab es halt so, man konnte Rechtsklick drauf machen, good, check, bad, observe, und hat das mit seinem Public Key signiert. Ja, hat sich nie durchgesetzt, das ist eigentlich nicht so wirklich benutzbar. Das ist einfach unter der Spam-Welle untergegangen. Man benutzt heutzutage FMS, wenn man mit Leuten reden will oder sich austauschen. Ein Realtime-Chat ist es auf keinen Fall. Es ist eine Alternative zu Frost. Es wird lokal ein News-Server hochgezogen, das ein sehr ausgeklügeltes Trust-System hat. Es ist im Gegensatz zu den sonstigen Sachen, die in Freenet in Java geschrieben sind, in C geschrieben. Es bietet eine Web-GUI an oder man kann sich ganz normal wie zu einem News-Server mit dem News-Client seiner Wahl verbinden. Ich weiß, da gibt es Slurm, Thunderbird, das Übliche halt. Das Trust-System ist darauf ausgebaut, dass man genauso wie mit Freenet Freunde werden, kann man genauso dort Referenzen austauschen bzw. Public Keys signieren oder von Leuten, die man kennt, oder man geht hin, verbindet sich zu Peers, die liefern einen Capture aus. Dieses Capture löst man, schickt dann die Lösung an den Peer, der verifiziert das, und wenn das stimmt, dann signed er den Public Key. Und ja, ab einer bestimmten, der signed den Public Key und gibt noch eine Nummer, wie sehr er dir vertraut, von 0 bis 100. Und wenn das 30, 40 Leute, also es wird empfohlen, dass man das von 30, 40 Leuten machen lässt, beziehungsweise 30, 40 solche Captures löst, dann vertraut man einem. Dann denkt man nicht, dass es einfach nur ein Spambot ist. Es gibt ein Freemail, ist ein lokaler IMAP-SMTP-Server. Er basiert wiederum auf Public-Private-Key-Verfahren. Man muss nicht dauernd online sein. Und die Beispiel-Mail wäre jetzt zum Beispiel fuba@, dann kommt eine hash.freemail. Das Lustige daran ist, dass diese vor dem Ad, das fuba, eigentlich beliebig sein kann, weil das eigentlich nichts aussagt. Der Hash ist wirklich das, was ein Postfach repräsentiert. Das Ad-Zeichen und das fuba sind einfach nur reingemacht als so ein Dirty Hack, damit die Mail-Clients damit klarkommen. Das Freemail wird als so ein Programm halt runtergeladen, gestartet. Das bietet einen IMAP-SMTP-Server und da kann man sich ganz normal verbinden wie zu einem normalen Mail-Server. Was noch fehlt, ist Realtime-Chat. Da gibt es kaum Lösungen, beziehungsweise sind ein paar Sachen angedacht, aber die funktionieren nicht. Was noch vielleicht fehlt, ist anständiges Wiki. Es gibt ein Wiki, ein Freak-Wiki, so genanntes. Die Entwicklung ist, glaube ich, momentan eingeschlafen. Es gab auch eine Seite, die unbedingt halt das Freak-Wiki verwenden wollte in Freenet. Anarchopedia, meine ich. Ja, ich habe das noch nicht gesehen, dass es wirklich benutzt wird. Das ist halt an MediaWiki angelehnt, in Java geschrieben, wird als Plugin installiert. Naja, es gibt eine Suche.
Die wird wiederum als ein Plugin, also Freenet erlaubt, Plugins zu schreiben und zu verwenden. Man kann die ganz einfach über das FFproxy, also über die WebGUI, installieren. Es gibt halt ein Plugin für Suchen. Ja, das funktioniert. Ja. Es gab so Gedanken auch irgendwie YASI für Freenet zu verwenden, aber weiter kann man auch nicht. Kann man nicht, als nur Gedanken zu haben. So, ich bin fast durch. Wie kann man helfen? Man kann eigene Nodes betreiben. Egal, ob man jetzt wirklich Freunde hat, die Freenet verwenden oder nicht, auch wenn man genug Seed Nodes den Leuten anbietet, ist es gut. Verbessert die Performance. Man kann als Developer hingehen. Java-Developer sind sehr gerne gesehen, aber auch andere Leute. Man kann Applikationen dafür schreiben. Man kann einfach auch Ideen reinbringen. Also der Erg-Channel ist sehr nett. Man kann da reingehen, Frage stellen oder im Gegenteil einen Vorschlag machen. Und dann heißt es, ja, entweder wir haben das schon diskutiert, siehe die Wikipage, oder ja, schlag mal vor auf der Mailingliste. Also die reagieren relativ prompt. Man kann als Tester arbeiten, also man kann relativ schnell das Free and Unstable fahren, relativ einfach. Und da kann man auch relativ simpel Bugs submitten und die werden auch relativ schnell gefixt. Also so, man hat den Bug eingeschickt und zwei Versionen später, die Versionen kommen so im ungefähr wöchentlichen Rhythmus, kann auch schneller vorkommen, ist es schon gefixt. Man kann als Übersetzer arbeiten. Man kann spenden. Der Hauptentwickler muss ja irgendwie bezahlt werden. Viel Code macht er, schreibt er, aber viel bieten auch die Leute an. Noch Fragen? Ja. Ja. Wo kommen denn die Signaturen her? Also das bietet eine WebGUI. So, und also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es möglich ist über seinen News-Client. Ich habe das immer über die WebGUI gemacht. Das bietet eine WebGUI an, die verbindet sich mit irgendwelchen Peers und sagt denen, hey, ihr benutzt ja auch FMS, gib mir mal ein Capture, das ich lösen soll. Ja, nee, die Frage ist eher, wenn ich okay. Keys und signieren dann, ja gut, aber diese Keys sind wiederum nicht signiert. Das wird ja auch alles in Betracht bezogen und berechnet auch. Die Leute, die mich signieren, die haben auch eine bestimmte Punktzahl aus den Punkten berechnet, die ihnen vergeben wurden bei der Signatur und ja. Ja, und es funktioniert sogar, also im Vergleich zu Frost. Ja? Ja, man muss ja nicht allen vertrauen. Du musst ja nur den Leuten vertrauen, mit denen du verbunden bist. Außerdem ist es auch so, dass die Leute, an denen du einen Request schickst für einen File, die sehen nur den Hash. Die sehen nicht diese komplette URL mit dem Decryption Key etc. etc. Die sehen nur den Hash. Und die wissen auch nicht wirklich, willst du den File haben oder will das jemand anders? Das bringt ja diese Hops to Live, die, wenn die auf Max steht, nur in einem von zwei Fällen runtergesetzt wird. Habe ich die Frage hiermit beantwortet? Nee? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Kannst du die nochmal spezifizieren? Die Grundannahme war, denke ich, dass man überhaupt teilnehmen können, wenn jemand kennt, der schon da drin ist. Und letztendlich, wenn sich da auf was wirkt, überhaupt teilnehmen zu können,
Ausmaß an Prüfungen vornimmt, um diese Teilnehmer zu lassen, diese Annahme nicht hält. Das heißt eigentlich, dass in dem Netz jeder beliebige Mensch, guter, böser, Staatengestellte, Kriminelle, jeden beliebigen Unsinn treiben kann. Ja, also das liegt daran, dass das Darknet-Konzept parallel zum OpenNet verwendet wird. Also man hat das erstmal nur als Darknet verwendet, so am Anfang. Und man hat halt, wenn man keinen kennt, mit dem man halt eine Referenz austauschen kann, da hat man es im IRC-Channel gemacht. Also es ging so weit, dass ein eigener IRC-Channel dafür gemacht worden ist. Und das macht eigentlich keinen Sinn, so Referenzen auszutauschen. Und daraufhin haben die gesagt, okay, komm, wir machen das OpenNet mit da rein, damit das halt für die Leute ist, die keine Freunde haben, halt beziehungsweise keine Freenet-Leute haben. Und ja, ich denke, die vielen Spammer kommen durch das OpenNet. Aber, ja. Das ist eigentlich erst eine Anmerkung und eine Frage danach. Ja. Kann ich? Man ja eher eine technische Möglichkeit, die das System nicht stört. Also keine Lösung, dass man Leute ausschließt, sondern dass man quasi eine Struktur schafft, wo jemand nicht das gesamte Netz in einer Form blockieren kann, dass das technisch nicht mehr nutzbar ist. Moment, ganz kurz. Kann ich zu der Anmerkung noch was anmerken? Und zwar, auf der Mailingliste wurde mal eine Zeit lang diskutiert, ob man nicht so ein demokratisches Zensurmittel einführen soll, dass irgendwie Files man markieren kann, sagen, nee, bad. Und wenn das viele Leute machen, dass die dann aus Freenet verschwinden, weil das keine Leute mehr storen. Aber wenn man das hochlädt, dann wird das ja verteilt und das wurde abgelehnt. So viel dazu. Also nur als kleine Anekdote am Rande. Und ja, klar, aber du kannst immer noch eine Website veröffentlichen und man kann die lesen, man kann sie lassen. Spam mit Webseiten macht auch nicht so viel Sinn jetzt. Das Problem ist wirklich in Messaging-Boards und anderen Nachrichtenverfahren, Nachrichtenaustauschverfahren gegeben. Ja, eine Frage? Der sieht eigentlich nur den Request und dein IP. Also im Prinzip, da er nicht feststellen kann, dass der Request von mir kommt, könnte ich also im Prinzip auch jedem vertrauen. Das wäre der Umkehrschluss. Also wenn es ja im Prinzip kein großes Problem wäre, dass man das in den ich vertraue, aus irgendeinem Grund feststellen kann, dass ich die gerade nicht gute Inhalte antworte, könnte ich ja jedem vertrauen. Ja, interessante Anmerkung. Ja, das ist auch nicht gegen das Hardware-Team von den Nodes, damit man nicht. Stimmt. Das wäre also im Prinzip ja. Ja, das wäre im Prinzip das. Also aus meiner persönlichen Sicherheitssicht erstmal kein Problem. Nee. Also teilweise, ganz kurz, teilweise tauschen die auch so Performance-Statistiken etc. aus. Aber das kann man auch abstellen. Also wie gesagt, bei der Konfiguration, da sagt man, ja, ich will OpenNet verwenden, ja, ich will OpenNet und Darknet verwenden, nein, nur Darknet oder Darknet, aber ich vertraue meinen Freunden kaum, deswegen werden halt nur Requests ausgetauscht. Also so als maximale Sicherheitsstufe. Nachbarn von einem Code. Genau, aber im Prinzip wäre ja, ne,
Aber auch nur relativ, dadurch, dass er nicht sicher ist, ob wirklich die Anfrage von dir kam oder ob du die nicht weitergeleitet hast. Wie gesagt, diese Max-HTL kann nur in einem von zwei Fällen runtergesetzt werden. Ja. Ja, die Frage ist, ob es reicht, verraten zu werden, weil du den Freenet teilnimmst. Es kommt auf die, auf das politische System an. Vor allem, es wird auch immer gewarnt, also wenn man die auswählt, ich vertraue meinen Freunden gar nicht, es besteht Gefahr für Leben und für mein Leben, dann heißt es auch als Anmerkung, Freenet bietet keine hundertprozentige Sicherheit. Bitte verwenden Sie das nur im Notfall, falls Sie keinen anderen Ausweg haben. Also damit sollte man auch, das sollte auch einem klar sein, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Ja gut, aber das ist kein Problem von Freenet, das ist das Problem der Mediengesellschaft, das hast du ja auch im Fernsehen oder Internet oder Radio. Aber deswegen war der erste Kommentar zu den Sachen im Fernsehen etwas zu einfach. Ja? Ja, du hast mal angedeutet, dass die Firewalls den Freenet-Traffic nicht aufspüren können. Weißt du, als was der sich ausgibt, der Traffic? Also wie sieht der aus, wenn man sich den anguckt? Das sind UDP-Pakete. Die Daten sind verschlüsselt selber und sehen halt, wie bei der guten Verschlüsselung, halt zufällig aus. Also ich habe einfach UDP-Pakete mit random stuff. Ja, Darknet sage ich schon. Freenet 05 verwendete noch TCP-Pakete und die hatte halt eine bestimmte Bitfolge immer am Anfang, an dem die erkannt worden werden. Okay. Der Vorteil ist auch, dass Freenet durch Firewalls arbeitet, funktioniert relativ gut. Ja. Das liegt halt an dem UDP-Hole-Punching. Welche anderen Protokolle gibt es, die auch solche UDP-Pakete benutzen, die auch so komisch aussehen, sodass man nichts erkennt? Ich weiß nicht genau, aber ich würde mal vorschlagen, Skype auch verschlüsselt und ich meine auch UDP. Oder? Also ich, es gibt doch tausende Protokolle, die UDP verwenden. Ja, aber nicht unbedingt random, ne? Sobald du irgendwie verschlüsselte Verbindung hast, dann kann man das eh nicht wirklich daraus was erkennen. Ja, und ich weiß nicht, wie kann man da einfach hingehen? Klar kann man hingehen und einfach mal UDP komplett sperren. Jetzt aus China raus zum Beispiel. Aber wie wird sich das auf Businesskunden jetzt auswirken? Man muss auch so Sachen betrachten. Ja? Ja, das gibt's. Das wird auch überlegt und wahrscheinlich kommt das auch in der Version 08 raus. Dann werden Zellen, also Ketten von Darknet-Peers, veröffentlicht und dann schickt man einen komplett verschlüsselten Request für den Peer C, der dann nach diesem Request auch sucht, an den Peer A. Der schickt das an Peer B und Peer B schickt das wiederum an Peer C und von dort geht er ganz normal, entziffert das und guckt, aha, ich suche im Fall mit Hash so und so. Es gibt auch es gibt schon eine fertige Version als Beta-Version 0.7.5 irgendwas. So. Das war's? Fragen mehr? Ja. Das ist ähnlich wie
Nö, das ist auch nicht das Ziel des Projekts. Es ist doch relativ anders als Tor. Tor hat eh diese Funktionalität nachgerüstet, so jetzt Hidden Services anzubieten. Der Vorteil halt von Tor ist, was man im Freenet nicht so leicht machen kann, sind dynamische Inhalte. Also dieses typische im Tor, ich setze ganz einfach Apache mit PHP MySQL auf, das geht nicht. Da muss man viel rumtricksen, weil man hat halt keinen Service, den man einfach anbietet, sondern man hat einen File, den man irgendwo hochlädt. Also man kann das irgendwie mit JavaScript und Freenet-Plugins nachimplementieren, aber da suchen die auch eine Lösung, wenn du eine Idee hast. Sag Bescheid. Durch die Referenzen. Und wenn du OpenNet verwendest, dann wird das einfach geschickt. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich geschickt. Ja gut, wenn du halt Man in the Middle machst, falls das klappt, als Einzige, was du siehst, gib mir bitte den File mit dem Hash so und so. Der File selbst ist verschlüsselt. Mit einem Key, den nur du kennst in dem File. Gut, den Key können auch andere Leute kennen, wenn das jetzt auf einem, wenn jetzt das File auf einem Index veröffentlicht ist. Also es gibt halt im Freenet viele Indexseiten, die haben einfach nur Links zu coolen Pages halt. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, bin ich fertig. Ich hoffe, es werden ein paar Leute das sich ansehen und auch länger betreiben. Die Folien stelle ich online unter der Adresse.